Die folgende Rezeptur, das Runchangwan, ist die Pille, um den Darm zu befeuchten. Das sagt im Grunde schon alles. Es geht um den unteren Erwärmer und die Befeuchtung des Darmes, also eine nach unten führende, abführende, den Darm befeuchtende Rezeptur, ein bisschen hitzeklärend dabei, die das Qi in Bewegung bringen, besonders das nach unten leitende Qi und das Yin und Blut gleichzeitig nährende Rezeptur. Die Kräuter, die vorhanden sind, richten sich in die Nährung des Blutes und in das Befeuchten des Yins. Darm befeuchten an erster Stelle das Semen Pruni, das Juli Ren, blutnährend und damit Blut und Qi nährend und gleichzeitig ein bisschen Blut und Qi bewegend ist einmal das Shengyuan, das Radix Remanie, mehr blutnährend, das Dangui, das Radix Angelicae Sinensis, das Engelskraut, die Engelswurzel, blutnährend und ein bisschen blutbewegend und das Tao Ren, das Semen Pruni Persicae, ganz stark blutbewegend und das Shengyuan und das Radix Angelicae in der bewegenden Wirkung unterstützen und Fructus Aurantii zum Halten mit dabei. Semen Pruni, also das Juli Ren, die Steinkirschsamen, die japanischen Steinkirschsamen, ganz starken Bezug zum Dünn- und Dickdarm, ganz stark befeuchtende Wirkung, abführende, drainierende Wirkung für den Darmbereich, gleichzeitig ein bisschen Diurese begünstigende Wirkung und gleichzeitig ödemverringernde Wirkung über diesen Effekt. Das Shengyuan, das Braunwurz, das Radix Remanie, eine sehr kühle, sehr kalte, eine sehr schwere Rezeptur, hitze- und blutkühlend, Blut leicht blutbelebend, Yin nährend und Säfte erzeugend. Auch das wieder, warum ist es enthalten? Weil es eben den Darm auch zusätzlich befeuchtet und gleichzeitig das Blut nährt. Radix Angelicae Sinensis, das Engelskraut, die chinesische Engelswurzel, stark blutnährend, aber auch blutbewegend mit dabei. Vertreibt Windnässe, auch hier wieder eine feuchtigkeitsausleitende Wirkung mit dabei. Das Tao Ren, das Semen Prune Persicae, die Pfirsichsamen, Pfirsichkerne, auch die eine befeuchtende Wirkung für den Darm, fördern den Stuhlgang, aber gleichzeitig blutbelebend und Stasen auflösend. Das Fructus Aurantii, Qiqiao, die Fructus Citri Aurantii, die Zitrusfrucht, bitter, sauer, kühl vom Temperaturverhalten, ganz starken Trophismus zur inneren Mitte, Magen und Milz, Qi regulieren, sanft absenkend, auch hier eine unterstützende Wirkung der regulierenden Wirkung, fördert den freien Qi-Fluss und fördert die ableitende Wirkung. Ein gutes Kraut, um den Qi-Fluss im Thorax, im mittleren, unteren Erwärmer in Gang zu bringen und das Absenken des Magen-Qis zu stützen. Also, die Gesamtrichtung vom Runcheng-Wan, der Pille, um den Darm zu befeuchten, es ist eine nach unten richtende, unten leitende und darmbefeuchtende Rezeptur, eine hitzeklärende Rezeptur, eine Qi-bewegende Rezeptur für den mittleren und unteren Erwärmer, eine leicht Yin- und Blut-nährende Wirkung und richtet sich vor allen Dingen auf den Yin- und Blutmangel des älteren Patienten, bei der Obstipation bei älteren Patienten eine hervorragende Rezeptur. Also, Symptome sind Verstopfung mit sehr hartem Stuhl, sehr schmerzhafter Defekation, sehr schmerzhafter Stuhlentleerung, häufig kombiniert mit Polakissurie, häufig im Wasserlassen. Und es ist nicht nur die Darmschleimhaut, die trocken ist, sondern häufig auch eine sehr trockene, atrophe Haut, die man bei Älteren ja relativ häufig auch findet. Der Zungenkörper kann durch den Yin-Mangel eher gerötet sein. Es ist häufig eine leicht trockene Zunge, ein dünner Belag, manchmal durch Hitzezeichen auch ein leicht gelblicher Belag, den man findet. Der Puls ist beschleunigt und eher ein leerer Zustand, also ein fadenförmiger Puls. Was sind die Anwendungsbeispiele? Ganz klar eine Rezeptur, die sich auf die Obstipation bei älteren Patienten richtet, auf chronisch atrophe Haut und trockene Darmschleimhäute richtet. Wenn starke Hitzezeichen vorhanden sind, dann macht es Sinn, die
Rezeptur zu erweitern mit einer Variation von Fitoki, wäre das die Variation 003, das Anemarene und Philodendron Dekokt, die Yin und Hitze, Yin nährende und Hitze ausleitende Rezeptur, das Cimu Rizona Anemarene und das Cortex Philodendri, das Huang Bai, um Yin zu nähren und Hitze auszuleiten.